Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squad. Heute eine etwas andere Episode ohne Facecam und erstmal auch, naja, ohne Live-Commentary, denn ich habe vergessen, mein Mikrofon richtig einzustecken. Das heißt, der 7 Minute Squad, wie ich es gebaut habe, das ist hier alles noch ohne Live-Commentary, denn einfach der Ton hat schlicht und ergreifend nicht aufgenommen und den Cam-Ton wollte ich euch jetzt 11 Minuten wirklich nicht antun. Denn glaubt mir, das wäre nicht besonders schön gewesen. Wir bauen mal wieder ein Team heute und ich muss im Voraus schon sagen, wenn ihr keinen Bock habt, jetzt irgendwie nachher wieder ein Spiel zu sehen, wo ich abgefuckt bin, dann glaubt mir, so ein Spiel war das, dann schaut es einfach nicht. Ich habe bereits im Spiel dann nochmal gesagt, ich werde ab jetzt in Zukunft entweder gar nicht mehr spielen, wenn ich schon ein bisschen angepisst bin irgendwie von dem Spiel, oder ich werde halt nur noch neutral bleiben und mich nicht irgendwie unnötig aufregen, oder was heißt unnötig aufregen, nicht mehr aufregen. Ich werde einfach Sachen akzeptieren, ich werde so machen, wie der Hansus das macht und dann dürfte das vom Commentary einigermaßen passen, hoffe ich zumindest. Aber in dieser Episode ist es halt noch anders, weil, naja, ihr werdet es nachher selber sehen. Wir suchen erstmal den Spieler Nummer 2 raus, denn wir haben bereits Edinson Cavani gefunden für unser Team. Der wird unser erster Spieler sein und der zweite wird hier auf dieser Seite auch gefunden. Und zwar ist es Sofyan Feghouli von Valencia, der algerische Nationalspieler, der rechte Flügelspieler. Und zwar der Inform natürlich, ist ganz klar. Sieht nach einer sehr, sehr nice Karte aus, deswegen wollen wir die natürlich hier ausprobieren und machen das auch direkt mal. Und die Formation, das kann ich auch schon mal wegnehmen, wird das 4-3-2-1. Sein. Eine sehr interessante Formation auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen, denn das ist der einzige Grund, warum ich 4-3-2-1 genommen habe, ist, dass ich Feghouli als rechten Stürmer gekauft habe, genau. Und naja, das Team wird auch relativ interessant werden, also bleibt auf jeden Fall dran. Worüber ich jetzt sprechen werde, ist das Team of the Year. Ihr habt bereits das Pack-Opening zu den Verteidigern gesehen, das waren insgesamt 3 Stück. Jetzt werde ich 2000 FIFA-Points mehr ausgeben für die Mittelfeldspiele. Allerdings, es wurde schon auf Twitter gepostet. Es scheint so, als ob die Team of the Year Spieler dieses Jahr deutlich weniger selten wären, als sie es in den letzten Jahren war. Wenn du in den letzten Jahren Team of the Year Spieler gezogen hast, wie ich Lahm beispielsweise, das war schon fast ein Highlight, weil fast niemand Team of the Years gezogen hat. Die waren sehr, sehr selten und dieses Jahr scheint es so, als ob jeder Team of the Years ziehen würde und als ob das absolut nichts Besonderes wäre. Und es ist auch einfach so. Ich meine, guckt euch mal an. Monte hat, soweit ich weiß, Neuer gezogen. Pure, okay, Pure zieht immer was. Ich glaube, der hat Thiago Silva gezogen. Alle möglichen YouTuber haben schon Ramos gezogen, beziehungsweise Thiago Silva, hier, wie heißt Minneminter hat Thiago Silva und David Luiz gezogen. Bei den Mittelfeldspielern ist es jetzt genauso. Die Maria wurde schon 100 Mal gezogen, gefühlt. Iniesta auch. Kroos sowieso, weil der das niedrigste Rating von den dreien hat, glaube ich. Also es ist einfach schlicht und ergreifend so, dass die Spieler dieses Jahr nicht sonderlich rare sind. Kann man nichts gegen machen. Ist auch nicht so schlimm, weil dadurch geht der Preis natürlich runter. Aber von daher ist es für mich auch nicht so wichtig, jetzt irgendwie ein Team of the Year zu ziehen, einfach weil sie auch nicht so viel wert sind. Ich würde lieber eine Legende ziehen, auch wenn das wahrscheinlich ja sowieso nicht passieren wird. Aber ich werde trotzdem nicht zufrieden geben, wenn ich keinen Team of the Year gezogen habe. Ihr habt das Video ja schon gesehen, das Pack-Opening, deswegen wisst ihr schon, dass auch die letzten 2000 FIFA-Points knapp nichts gebracht haben für die Verteidiger, aber von denen wollte ich sowieso niemanden ziehen, weil mir da das ehrlich gesagt nichts wert ist. Bei den Stürmern gebe ich wie gesagt am meisten aus und das auch vollkommen zurecht, denn die Stürmer sind ja die Spieler, die am meisten wert sind im ganzen Team of the Year. Ich weiß noch, als ich im Best of Team of the Season mal Falcao gezogen habe, der nicht drin war, das kann mit meinem Team of the Year Best of quasi, wo alle Spieler drin sind, nicht passieren, denn es sind ja wirklich nochmal alle 11 drin und da hat man natürlich auch nochmal eine große Chance, vor allem weil da auch 100k Plexiglas und so released werden, denke ich mal. Das ist relativ offensichtlich und von daher, ja, also Team of the Year wird bestimmt irgendwo hier noch passieren und sonst seht das bei Tobi, der sowieso Pack lag, beim Hansus, der irgendwie mal ein Pack ziehen würde und dann einen drin hat oder bei sonst wem, also keine Sorge, ihr werdet auf jeden Fall mit Team of the Years versorgt werden. Wir finden hier Boudebou, den algerischen zentralen offensiven Mittelfeldspieler aus der Ligue 1 und den benutzen wir auch genauso wie Lassen, der unser zentraler Mittelfeldspieler werden wird, um Feghouli zu verlinken. Ich habe das Ganze erst ein bisschen anders gebaut, als im Endeffekt wird, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen und zwar habe ich erstmal im BSG gebaut, ja, um dann zu sehen, okay, das gefällt mir nicht wirklich, das ist nicht wirklich spielbar, deswegen habe ich es dann nochmal umgebaut zu einem SG und naja, das SG war im Endeffekt dann relativ cool, ich weiß gar nicht, ich glaube 6 Nationen und 4 Ligen, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall ging es einigermaßen klar und naja, wie sich gespielt hat, werdet ihr dann auch sehen. Gediora werde ich im Endeffekt nicht benutzen in dem Team. Ich werde ihn jetzt hier erstmal einbauen, weil ich halt sage noch BSG. Und es ist eigentlich vollkommen sinnlos, dass ich euch das auch noch zeige. Ich könnte euch einfach zeigen, wie das Endteam aussieht, aber ich will das jetzt hier weiter kommentieren. Warum, weiß ich nicht wirklich, aber ich versuche es einfach und werde jetzt mal kurz einen Schluck trinken. Eine Sekunde. So. Wer sich das live anhört, ist sowieso. Also ihr könnt normalerweise vorspulen bis Minute, ich würde mal sagen 11. Ich denke mal, ab 11 Minuten wird es interessant, weil dann zeige ich nochmal das Team und dann geht es auch bald ins Spiel hinein. Und naja, jetzt suchen wir gerade nach einem Rechtsverteidiger aus der spanischen Liga. Ich entscheide mich dann im Endeffekt für Juan Fran. Der wird sogar im Endeffekt drin sein, auch wenn ich hier erst auf Michel und Dani Alves geschielt habe, weil ich habe dann Taider gefunden später noch. Ja, den zentralen Mittelfeldspieler Algeria von Inter Mailand. Wollte jemand Juan Jesus dann verlinken und über Michel in irgendeine andere Liga, aber dann ist mir aufgefallen,
du brauchst erstmal noch einen Torhüter, der auch Brasilianer ist. Ein Innenverteidiger, der auch Brasilianer ist, und einen vernünftigen Strong, den Cut aus einer anderen Liga nochmal. Und das ist relativ schwierig, weil in der Premier League gibt es keine spanische Liga, hatten wir schon, die Serie hatten wir schon. Es wäre noch die Bundesliga übrig gewesen und da gibt es nur Dante mit Neuer oder José Reina. Und das wollte ich nicht machen und ehrlich gesagt habe ich auch nicht dran gedacht, weil ich halt ein BSG auch noch haben wollte. Und das, ist halt relativ schwierig gewesen. Aber hier holen wir uns jetzt erstmal Friars, beziehungsweise finden gleich erstmal Friars irgendwann, da ist er. Und der wird auch ins Team kommen, ins theoretische Team. Wie gesagt, es ist nicht das endgültige Team auf der linken Verteidigerposition. Benutze ich dann Schlupp und zwar den Jeffrey. Mich überrascht übrigens, dass dieser hier, der Garmston, ne? Dass der 14.000 Coins kostet. Ich meine, klar, er ist auch günstiger zu haben, aber trotzdem, dass er so teuer ist, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist wohl schon so, dass die Spieler wieder für den St. Patrick's Day ein bisschen hochgehen, was vollkommen nach Schwachsinn ist, denn der St. Patrick's Day ist noch ein bisschen hin und auch da werden die Spieler wieder jetzt schon ihren Höhepunkt erreichen, beziehungsweise vor dem St. Patrick's Day, weil alle halt Spieler kaufen und sie dann nicht mehr loswerden. Früher hat das ganz gut funktioniert, weil früher war der Trick noch nicht so bekannt. Mittlerweile kennt jeder den St. Patrick's Day-Trick. Und von daher ist das absolut sinnlos. Aber gut, man kann natürlich Geld dafür ausgeben. Vielleicht machen wir ein bisschen Profit, aber ich habe die letzten Jahre absolut gar keinen gemacht. Nur in FIFA 13, da waren es knapp 300k. Also da hat sich noch gelohnt, aber dieses Jahr, nicht mehr wirklich. Kadamuro ist übrigens unser Innenverteidiger. Zumindest den ich im Kopf hatte. Ja, weil aber der spielt halt in der Liga Adelante. Und die Liga Adelante hat jetzt keinen brasilianischen Torwart, den ich für Juan Jesus gebraucht hätte. Und deswegen, englischen für Friars, genau. Und andersrum hatte natürlich die Barclays Premier League auch keinen algerischen Torwart. Von daher ist das relativ sinnlos gewesen. Aber man versucht natürlich alles hier, um ein vernünftiges Team auf die Beine zu stellen. Wenn er übrigens fragt, Max, warum hörst du dich so kaputt an? Ich hatte gerade Fußballtraining und glaubt mir, das war ordentlichst anstrengend. Also das kann ich euch einfach nur wirklich empfehlen, wenn ihr euch wirklich auspowern müsst, dann geht zum Fußballtraining, in der Halle am besten, vor allem in einer kleinen, stickigen Halle, weil da ist es nochmal besonders schwer, weil die Luft so scheiße ist. Also das macht wirklich unfassbar viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich jetzt gerade entschlossen, ich werde bereits nachdem das in Anführungsstrichen eigentliche Team fertig ist, und zwar jetzt gleich hier, schon das Commentary Band und das vervollständige Team nochmal zeigen. Und dann sehen wir uns gleich quasi wieder beim vervollständigten Team. Ich verabschiede mich jetzt hier schon mal und wir kaufen noch Dani Carvajal. Ich glaube, Jordi Amat danach noch und dann dürften wir auch schon fast fertig sein. Wir gucken nochmal kurz nach, was wir machen hier. So, wir gucken. Juan Fran. Okay, nehmen wir Kandidatenliste. Habe ich jetzt schon alles? Oder brauche ich noch? Ich brauche, glaube ich, noch einen Innenverteidiger außer, Premier League Silber, Jordi Amat. Und dann noch einen Torwart. Ebenfalls aus der Premier League. Glaube ich zumindest, dass ich das auf der Transferliste gemacht habe. Oder ich war jetzt fertig. Ich war jetzt fertig? Ich war nicht fertig. Nein, Torwart? Genau, Torwart, okay. Aber von Swansea, genau. Weil, warum auch immer von Swansea? Weil Amat noch einen Strongling brauchte. Habe ich Tremble und Fabianski gesehen. Und im Endeffekt wäre es dann Tremble geworden. Aber wie gesagt, jetzt kommt das eigentliche Team, was ich noch baue. Das zeige ich euch jetzt nicht. Ich zeige euch jetzt einfach das Team. Okay, bis gleich. 4 Nationen, 6 Ligen, wir sind wieder am Start und ihr habt schon gemerkt, ich habe gerade nachkommentiert, einfach weil ich vergessen habe, mein Mikro richtig einzustecken, beziehungsweise weil es einfach nicht richtig eingesteckt war. Sowas passiert mir normalerweise ehrlich gesagt selten, beziehungsweise gar nicht, aber jetzt ist es halt dummerweise passiert. Und da kann man jetzt nichts mehr nachmachen gegen im Nachhinein. Richtig geiles Deutsch. Ich suche jetzt einen Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, bis gleich. Wir sind wieder am Start mit dem nächsten Gegner, den wir gefunden haben. Dem zweiten, der erste ist gequittet. Wir spielen mit Dybala, Farina und Vieto als ZOMs bzw. ZMs, was vollkommen noch Schwachsinn ist. Varane, Casillas, Miranda. Könnte schwer werden auf jeden Fall. Ich glaube, vorne ist der Auche oder sowas. Auf jeden Fall ist er bestimmt schnell. Wie gesagt, könnte schwer werden, aber ich hoffe, ich kann mein Bestes geben und gewinnen. Das geht ja wieder gut los. War nicht schlecht gespielt, aber die Verteidigung stand wieder richtig beschissen. Alter, ich erleide gerade schon wieder so eine unfassbare Benachteiligung von diesem Spiel. Ne? Während bei ihm alles durchgeht, ist bei mir jede Scheiße ein Foul, die Pässe kommen nicht an. Es ist einfach ekelhaft. Ich glaube echt mittlerweile, ich spiele auf manuellen Einstellungen. Ich kann es mir echt nicht mehr anders erklären. Mann, mach doch einfach einen Trackback. Ich habe nichts anderes gehört. Ich habe den rechten Stick nicht mal bewegt. Und er macht trotzdem nicht das, was ich will. Ja, toll. Das sieht gut aus. Ja, jetzt ich trotzdem noch durch die Beine durch. Ey. Das macht einfach keinen Spaß, dieses Drecksgame. Manni, ey, was habt ihr für eine Scheiße programmiert? Ich hoffe, ihr seht es einfach. Ich hoffe, ihr seht, wie scheiße ihr dieses Spiel programmiert habt und was ihr für eine Scheiße da reingepatcht habt.
Das kann einfach echt nicht mehr sein. Ey, was ist das für ein Pass, Alter? Cavani. Das sieht gefährlich aus. Ja, jetzt ist er frei. Der hat 87 Dribbling, oder? Hat er nicht 87 Dribbling? Kann den Ball nicht annehmen? Während es jeder verkackt, die Babo kann? Mittlerweile, das ist echt... Ich glaube echt, ich spiele ab jetzt in den 7 Minutes Squads nicht mehr. Ich glaube es ganz ehrlich. Ich kann mich darüber nicht mehr freuen, einfach weil es so nervig ist. Es tut mir auch wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich mehr sagen soll. Es tut mir einfach wirklich leid. Aber in dieser Serie, ich werde nur noch genervt. Einfach, weil die Teams nicht funktionieren. Die Teams sind einfach scheiße. Sie sehen auf dem Papier total gut aus, ja? Gar kein Thema. Aber sie funktionieren nicht. Und sie lassen sich scheiße spielen. Und es liegt an diesem Game. Warum ist das kein Foul? Ich meine, ich laufe in seinen Körper rein, er stellt den Körper rein. Ich verliere deswegen den Ball. Das ist ein Foul. Offensichtlicher geht es nicht. Aber nein, es wird nicht gepfiffen. Aber jede Kleinigkeit sonst wird gepfiffen. Das ist so lächerlich. Jeder kleine minimalste Schubser kann zum Elfmeter führen, weißt du? Aber sowas ist nicht mal ein Freistoß, ey. Das ist einfach... Ja, war sweaty, ist mir egal. Er hat es genauso gespielt, bin mir hundertprozentig sicher. Außerdem war es ein Trickshot am Ende, das heißt nochmal ein bisschen risky und Bude Boom macht das 2:1. Ich werde aber jetzt wirklich, an alle, die jetzt das jetzt noch sehen, sehe ich ja, dass es Fans sind einfach, dieser Serie. Ich werde aber jetzt nur noch... positiv kommentiere mich. Ich werde mich einfach nicht mehr von dem Spiel nerven lassen. Ich werde einfach ehrlich sein. Okay, nein, ich werde eben nicht ehrlich sein. Ich werde einfach nicht meine schlechte Laune dabei zeigen. Ja, ich werde einfach nicht zeigen, dass mir das Spiel keinen Spaß macht. Ich werde einfach ignorieren, wenn irgendwas Bullshit-mäßiges passiert. Ich werde es nicht mehr besonders ansprechen. Ich meine, ihr habt es jetzt oft genug gesehen, ja. Ich werde das Spiel jetzt einfach spielen, wie es ist. Über Gegentore eventuell mal sagen, hier war scheiße oder so. Aber ansonsten halt ganz normal spielen und einfach versuchen, mir das Beste dabei rauszuholen. Das ist einzig logisch. Und dass das kein Freistoß ist, ist trotzdem wieder lächerlich. Das ist jetzt seine Chance. Setzt sich schön durch. Der könnte passen. Tor. Aufgleich. Es spielen echt nur noch Vollidioten online, ne? Beziehungsweise einfach Arschlöcher. Einfach richtige Arschlöcher. Anders kannst du es nicht mehr beschreiben. Ich meine, gut, dass mein Verteidiger wieder hier blockiert wurde gerade, ist Schwachsinn, ja. Dass er natürlich sweatet er, ja. Das ist klar. War nicht anders zu erwarten. Er hat es auch vorher schon gemacht. Ich meine, ich habe es auch gemacht, ne? Aber nur, weil er es gemacht hat. Ich meine, klar, selbst hier, in Klammern Selbstjustiz, ne? Aber trotzdem. Ja, das ist unverdient, keine Frage. Es ist wirklich unverdient, einfach weil er das Glück hat, dass seine Bälle alle durchkommen und dass meine Verteidiger sich gegenseitig im Weg stehen und dass Muru einfach 10 Meter abgenommen werden im Laufduell. Aber es ist halt mir scheißegal, weil... Naja, der bessere Spieler bin ich. Das Glück hat er. Deswegen macht jetzt Budebu eventuell sein... Warum ist das so schnell? Okay, Leggy war es nicht. Komm, halten. Nicht gehalten. Sehr gut, 3-2. Ich hoffe, dass ich das jetzt halten kann bis zum Ende. Ey. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Gute Übersicht. Ey, im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Es kommt jedes Mal zustande durch Abwehr. Ich meine, es kommt jedes Mal zustande durch irgendwelche Abwehrstellungsfehler und durch irgendwelche Pässe aus der Verteidigung raus, die nie so mal. Niemand in Realität würde die so spielen. Niemand. Niemand wäre so dumm. Vor allem, weil die Spieler frei stehen, es juckt sie einfach nicht. Scheißegal jetzt. Ganz ehrlich. Na, Pace Nutte, können wir es wieder. Klasse, Gian wieder. Es geht mir so auf den Sack, ne? Verpisst euch!
Das war die letzte 7-Minute-Squad-Episode erstmal wieder. Zumindest mit Spiel. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Es ist einfach... Es ist einfach sinnlos. Es ist einfach sinnlos. Du kannst in diesem Spiel nicht gut sein. Ihr habt's gesehen, wie die Tore gefallen sind wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.